werde ich jetzt nicht so richtig brauchen. Sind es das erste Mal hier alle? Ja. Nee. Also sie sind schon Halbprofi sozusagen. Nee, noch nicht. Gucken Sie mal nach oben, da sehen wir mal, wie weit es noch geht. Also bis rauf, das sind 25 Meter bis ganz oben. Und so fahren wir jetzt nur das Becken hier, ohne die Konstruktion mit runter, an einer Höhe von 16 Metern. Dass da jetzt viel Wasser reingeht, können Sie sich wahrscheinlich denken. Also wir haben hier... So in an ja, elevator, which is multi-story. Ja, das ist ganz schön viel. Worüber man sich immer nicht so richtig Gedanken macht, ist, dass das halt nicht nur viel... Inside the aqueduct. Gesamtgewicht der Konstruktion. Das ist ein riesiger Column of Water. Mit loads of fish. Haben Sie eine Badewanne zu Hause? Eine Duschtasse. Ja. Also, wenn Sie sich mal eine ganz normale Badewanne vorstellen. Ja, und die machen Sie jeden Tag immer voll, bis die überläuft. Und bis 18 Jahre lang. So viel Wasser ist da. Oh, okay. Ja, da kriegt man noch eine ganz gute Idee dazu. 2000 Tonnen. Gewicht, ja. Nein, die sind ganz lieb, Alexander. Und das, da sieht man das. Ja, das sind halt Algen, die bilden sich natürlich auch an den Steinen. Da dürfen die auch sein, weil es viele Fische gibt, die die fressen. Die aber am Glas wäre das halt doof. Ja. Und dann haben wir hier drei Taucher am Becken, zwei Stunden lang jeden Vormittag. Aha. Ja, also das ist eine Menge Arbeit. Halt die Scheibenfläche ist halt doch ein bisschen größer, da braucht man immer so was. Ja. Halt. Und bekanntester Fisch hier drin ist sicherlich Dori. Den kennen glaube ich alle. But then I hear that guy's waving, eh? I can't see him. Dobu, so. Kleiner blauer Fisch, gelbe Schwanzflosse, dahinter ihm ist gerade einer. Ach da. Mhm. Ah, das ist die Dobu. Das ist Jobzeit. Yeah, it's not bad. Guck mal, da ist der Taucher, der macht die Scheiben sauber. Werden auch mal größer die Fische da oben. Ja, die hier oben hier sind eher die Fische, die, sagen wir mal, sich im freien Wasser bewegen mehr und nicht so sehr in den Riffstrukturen. Und die sind meistens ein bisschen größer, weil die sich ja nicht zwischen den Scheiben verstecken müssen. Scheiben sauber. Ja. Ich kann ja mal die Fahrschule kurz anhalten, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Die Fische, Alexander,